Hallo, ich bin der Klaus. Ich und meine Frau, wir sind von Frankfurt nach Kleinkarben gezogen, in ein hübsches, kleines Einfamilienhaus. Und mitten in der Renovierungsarbeiten hat es auf einmal an der Tür geklingelt. Wir waren da, haben geguckt. Auf einmal standen da Kinder verkleidet und sagten nur noch süß oder saures. Da habe ich mir gedacht, okay, was soll das jetzt? Dann sagen sie, ja, heute ist doch Halloween. Ich so, Halloween? Okay. Und jetzt wollte er was Süßes haben. Ich gab ihm einfach was Süßes, aber ich fand es einfach so toll, dass die Kinder Haus zu Haus gegangen sind. Dass ich mir überlegt habe, dass ich dann nächstes Jahr auch ein bisschen dekoriere. Ja, und 2012 haben wir dann angefangen, ein bisschen was zu dekorieren für Halloween. Und ein paar Nachbarn haben mitgemacht. Wir haben uns verkleidet, haben uns vor dem Haus hingestellt und haben die Kinder reingelassen und haben denen was Süßes gegeben. Haben sich tierisch gefreut. Und ich habe mir gedacht, da kommt nächstes Jahr wieder mehr. Und 2013 haben wir ein bisschen noch mehr dekoriert. Und das kam so gut an. Und wir haben auch verschiedene Freunde, Nachbarn dabei gehabt und es wurde immer mehr und mehr. Also nicht nur von der Dekoration her, sondern auch von den Leuten, die dann hier waren und mitgemacht haben. Und 2014, da habe ich mal richtig mich ins Zeug gelegt, habe mal richtig das Haus von vorne so dekoriert, da hast du wirklich gedacht, du bist hier in der Geisterbahn. Und es kamen wirklich so viele Kinder an, dass die Begeisterung einfach toll war. Und ich habe mich so dazu so hinreißen lassen, dass ich mir das zum Hobby gemacht habe. Die Dekoration und einfach die Feier und sowas, weil es einfach nur schön ist. Und 2015 hatten wir noch eine Schippe draufgelegt. Die Zeitung war da, die hat einen Artikel über mich gemacht. Dann haben wir noch mehr Dekoration gemacht. Es waren noch mehr Kinder da. Viele Leute waren da und haben mitgefeiert. Wir haben auch das erste professionelle YouTube-Video auch gemacht, dass wir dann mal zeigen konnten, wie das alles bei uns so abläuft. Und die Begeisterung und die Daumen oben. Es hat einfach nur Spaß gemacht. 2016 haben wir noch mal eine Schippe draufgelegt. Da haben wir uns mal gedacht, wir bauen mal ein Zelt auf, von 6 auf 12 Meter. Haben das drinnen so dekoriert wie eine Geisterbahn. Und das kam so gut an. Die Leute hatten Spaß, aber auch Angst. Aber es hat jedem gefallen. Und wir haben daraus nochmal ein YouTube-Video gemacht. Das hessische Fernsehen war sogar hier, hat eine 3 Minuten Live-Schaltung gemacht. Es waren noch mehr Kinder da, aus verschiedenen Regionen. Dann noch mehr Leute haben mitgemacht, haben sogar mit drinnen die Kinder erschreckt. Und alles bei mir ist natürlich kostenlos. Es wird halt, der Einlass ist hier jeden 31. Oktober zwischen 17 bis 21 Uhr. Und es ist natürlich kostenlos. Die Leute gehen rein, begnügen sich, ist alles toll. Ich habe am Ende natürlich einen Spendentopf da. Wenn man möchte, kann man gerne was reinschmeißen, weil es kommen schon ein paar Kosten auf mich zu, wie Batterie oder sonst irgendwas. Also wenn Sie was reinschmeißen, freue ich mich. Wenn Sie nichts reinschmeißen, hoffe ich, dass Sie wenigstens Riesenspaß hier hatten. Und darauf, die folgenden Jahre, wird es immer wieder verändert. Und schaut euch einfach immer wieder an, was in YouTube passiert. Oder was hier bei mir passiert. Viel Spaß! Ja!